Ja, herzlich willkommen. Ich stehe hier zusammen mit dem Mario Berger. Hallo, hi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe mir mal so ein paar Infos gezogen über dich. Wo kommst du her? Also Potsdam habe ich gelesen. Mhm. Bist du aufgewachsen? Genau, also ich bin gebürtiger Potsdamer quasi. Ja, und habe da meine Schulzeit verbracht, war da in der Schule, habe da ganz normal Abitur gemacht und da bin ich aufgewachsen. Genau. Okay, und dann gab es dort Partys, wo du dann gesagt hast, okay, du spielst jetzt mal Techno, weil du Techno spielst, sag ich jetzt mal, oder wie ist denn das dazu gekommen? Oder? Ja, also wenn man in Potsdam Techno mag oder elektronische Musik macht, dann fährt man nach Berlin. Also ist einfach, weiß nicht, ob ihr das irgendwie so auf dem Schirm habt, Potsdam ist ja so nah an Berlin, man hat eine direkte S-Bahn-Verbindung. Und ich hatte das Glück, ältere Freunde zu haben, die damals halt auch immer viel in so Berliner Clubs gegangen sind. Da war ich auch noch sehr jung, also damals so Läden wie zum Beispiel E-Werk oder so sind die damals gegangen. Und die haben mich dann irgendwann mal einfach mit Interesse genommen. Da war ich, wie gesagt, noch sehr jung und da war dann halt um mich geschehen sozusagen. Also ich fand das super faszinierend damals und so bin ich irgendwie dazu gekommen und habe dann an der Sache dann auch immer weiter geforscht. Also habe dann angefangen natürlich zu gucken, okay, was machen die da, Platten gekauft und so weiter. Und dann kam halt eins zum anderen irgendwie. Und natürlich fängt man dann erstmal an, zu Hause in seinem Bedroom zu spielen, nachdem man sich irgendwie mühsam so die Technik dafür zusammengespart hat und zusammengekauft hat. Und habe dann halt angefangen, auch auf kleineren Partys in Potsdam zu spielen. Die waren aber alle, ehrlich gesagt, ein bisschen, naja, war jetzt halt nicht so doll. Und dann wurde es halt immer mehr irgendwann so, genau. Okay, und dann gab es ja dann, also Tresor, bist du ja dann so ein bisschen reingerutscht, also in New Faces. Ja. Also war das noch auf der Leipziger Straße da? War der Tresor da auf der Leipziger oder war das schon auf der Köpenicker Straße? Nee, genau, das war schon in der neuen Location in der Köpenicker Straße. Also in der Leipziger Straße war ich ausschließlich als Gast. Gerne und oft, aber gespielt habe ich dort nie. Nee, das hat dann erst in der Köpenicker Straße halt, bin ich dann dazugekommen. Ja, genau. Okay, also und da hast du mal angefragt in New Faces oder Tresor Next? Nee, also genau, das ist, muss ich jetzt erzählen, weil das hört so ein bisschen zu mir dazu. Das ist mein guter Freund, der Alexander Kowalski, den ich mich dann irgendwann mal gefragt, willst du nicht mal im Tresor spielen? Ich mache da im Sommer, habe ich halt die Möglichkeit, da das Line-Up zusammenzustellen. Und das stimmt ja nicht, das war ja nicht im Sommer, das war noch im Frühjahr irgendwann mal. Und dann habe ich erst ja gesagt und bin so ein bisschen an meiner eigenen Courage gescheitert und habe ihn dann abgesagt. Und genau, ja, das ist leider heute, muss man sagen, das gehört zu meiner Geschichte dazu. Da machte heute auch immer noch gerne Witze drüber. Und habe ihn dann abgesagt, fand dann natürlich auch erstmal nicht so toll. Und er meinte auch so, kommt nie wieder diese Chance. Und dann hat er mich aber ein halbes Jahr später nochmal gefragt. Und dann habe ich zugesagt. Und er meinte so, okay, pass auf, wenn du mir jetzt zusagst, dann musst du das auch machen. Und dann habe ich halt, das war auch ein Mittwoch damals, das war aber nicht New Faces, das war damals so im Sommer dann. Und im Sommer ist das meistens, passieren diese Mittwochsveranstaltungen immer in einem größeren Rahmen. Und da hat Alex gespielt und hat mich halt sozusagen als sein Support damals mit genommen sozusagen. Und dann kam halt eins zum anderen, genau. Und welche Zeitspanne war das? Also wann war das zeitlich jetzt? Das war 2010, glaube ich, war das erst. Genau, das müsste 2010 gewesen sein, ja. Okay, und findest du, dass sich der Sound auch jetzt ein bisschen geändert? Also ich habe jetzt gelesen, so Downwards, so ein bisschen deine Roots, also Surgeon, Basic Channel, die ganzen Sachen halt so von früher. Hat sich da jetzt so an dem Sound ein bisschen, hast du vorher einen etwas anderen Sound gespielt oder hat sich das noch was jetzt in den letzten Jahren irgendwie gewandelt? Jetzt seitdem ich dort gespielt habe, oder jetzt seitdem? Nö, eigentlich nicht. Also nach wie vor diese Sachen, die du gerade nanntest, finde ich nach wie vor super und sind nach wie vor so meine Favorites, sind auch nach wie vor Sachen, die ich gerne kaufe, wenn neue Sachen dort rauskommen. Mein Sound hat sich da nicht grundlegend verändert, also nö, würde ich nicht sagen. Okay. Und kaufst du noch regelmäßig im Hardwax oder gibt es da jetzt? Genau, also nach wie vor im Hardwax natürlich. Klar, Platten, logischerweise. Ich bin jetzt vor kurzem dazu umgestiegen, halt auch viel USB-Sticks zu spielen. Sehe mich aber nicht als hundertprozentiger USB-Stick-DJ, sondern weil ich einfach zu gerne Platten kaufe. Und das mache ich nach wie vor hauptsächlich im Hardwax tatsächlich auch. Ja. Also von Beginn an damals, als ich angefangen habe, Platten zu kaufen, eigentlich immer im Hardwax. Das gehörte irgendwie so dazu. Also das war so immer. Also da, ich habe ja damals auch noch nicht so, so Internet in der Form, so Soundcloud und so was, gab es ja nicht. Also musste man ja wirklich nach den Platten regelrecht forschen sozusagen und
ich war wirklich dann so, ich hab dann stand dann halt da unten im Tresor vom DJ und hab geguckt, was spielt ihr da für Platten? Hab manchmal so gefragt, was ist das, wo kriegt man das her und so. Und dann, klar, fiel halt so der Begriff Hardwax. Und dann bin ich halt ins Hardwax gefahren. Wie gesagt, ist aus Potsdam, ist das alles nicht weit. Also das ist alles irgendwie keine große Sache, da ins Hardwax zu fahren. Und das gehört dann dazu, in Tresorien dort die Musik hören, die man mag, und danach ins Hardwax fahren und die Platten kaufen, die man dort vorher im Tresor gehört hat. Und das hat sich eigentlich heute auch nicht verändert. Also jedenfalls meines Erachtens für mich nicht so. Okay, und nochmal zurückzukommen, Alexander Kowalski und du, ihr macht zusammen auch Musik. Also ja. Ich habe jetzt auch gelesen, dass ihr halt ein paar Sachen irgendwie zusammen in Kooperation macht oder wie auch immer. Zusammen halt im Studio sitzt ihr zusammen im Studio und macht Musik. Ja, genau. Also das ist natürlich Alex Studio. Ich bin da jetzt nicht Teilhaber oder sowas. Das möchte ich klarstellen. Also ist nicht mein. Ich bin da nicht mit drin. Aber ja, wir sitzen zusammen im Studio und machen Musik. Genau. Okay, und nun erzähl mal, was zu den Releasen. Also was ist das für ein Sound? Oder wo kommt da jetzt was Neues raus? Ist da irgendwie was geplant? Habt ihr da? Also ehrlich gesagt, in letzter Zeit haben wir beide zusammen gar nicht so viel Musik zusammen gemacht. Ich habe mich da in letzter Zeit ein bisschen auf mich selber konzentriert. Hatte, also jetzt von uns beiden zusammen kommt jetzt in nächster Zeit eigentlich erstmal nichts raus, was nicht heißt, dass es nicht passieren wird. Er fragte mich auch jetzt letzte Woche wieder, da gibt es so eine neue Sache, die wir vielleicht zusammen machen, aber in letzter Zeit habe ich eigentlich eher so Sachen alleine gemacht und das war dann sowohl mit ihm als auch mit mir alleine quasi Techno halt im weitesten Sinne, so irgendwie, ja, genau. Kannst du mir noch das Label sagen, weil ich hab's, oder wo du das released, also wie sich das nennt? Also das Label, wo meine eigenen Sachen rausgekommen sind, das heißt Konflikt. Das ist ein Berliner Label, was so von zwei super Jungs gemacht wird, die dann super super Vorstellung von haben, wie sie es so aufziehen wollen und oder wie sie es aufgezogen haben quasi. Und da kamen meine eigenen Sachen raus. Okay, also werden wir heute den typischen Tresor, Dieben, Techno, Big Room Techno, ja, basslastisch. Ja, also natürlich, ja, also man wird wahrscheinlich, ich habe jetzt ja, glaube ich, anderthalb Stunden Zeit oder so und meistens ist es ja so, wenn ich im Tresor spiele, spiele ich meistens längere Sets, spielt man meist länger und klar kann man da heute natürlich nur in Anführungszeichen natürlich einen kleinen Ausschnitt von geben. Ich würde das jetzt auch nicht als typischen Tresor-Sound beschreiben, weil die meisten, glaube ich, immer noch denken, dass es dann total hart ist oder so irgendwie, was ich zum Beispiel nie so fand. Also ich fand nie, dass das jetzt, natürlich gab es mal eine Phase, die so ist und natürlich der Raum, auch das so, das was wahrscheinlich in Erinnerung der meisten Leute in der Leipziger Straße noch war, dieser Raum da unten, der bestimmt ja auch so ein bisschen die Marschrichtung sozusagen. Ja. Und natürlich ist es sicherlich härter als woanders und wahrscheinlich auch härter als im Globus um, was ja der Hausfloor ist nach wie vor. Aber das muss jetzt nicht, also so mit diesem ganzen harten Kram, der dann so auch Mitte der 2000er so war, so, was man dann so als Schranz bezeichnete oder so, da konnte ich zum Beispiel auch nichts anfangen. Also das war mir dann auch nicht. Hast du noch irgendwie was zu sagen an unsere Zuschauer? Willst du, also Soundcloud wird klar sein, Mario Berger wahrscheinlich. Genau, ja. Nö, also ich freue mich hier zu sein auf jeden Fall und bedanke mich erstmal nochmal für die Einladung. So, danke fürs Kommen. Ja, und freue mich auf das, was heute noch kommt sozusagen. Genau. Seid gespannt. Ansonsten, ihr seht das Video jetzt im Nachhinein. Irgendwie oben oder unten drunter ist der Link. Und da könnt ihr einfach mal nachhören, das Set und bei Mario Berger einfach mal durchseppen, was er halt sonst noch so spielt. Genau. Hab Dank. Dann viel Spaß und tschüss. Tschüssi, danke.